Deutschland aus fliegt man zu der Insel Sal. Dort bleibt man eine Nacht und am nächsten Tag geht's weiter mit einem Flugzeug zur Insel Santiago. Vom internationalen Flughafen Sal geht es weiter. Die Landung erfolgt in der Hauptstadt der Inselrepublik Praia. Etwas außerhalb des Zentrums liegt das Hotel Praia Mar. Zu Fuß sind es von dort zum Zentrum ca. 20 Minuten. Von der Gebirgskette der Serra Malagueta hat man, wenn nicht gerade der Wind aus Afrika den Sand herüberweht, eine gute Aussicht bis ca. zur 60 Kilometer entfernten Nachbarinsel Fogo. Die Landwirtschaft ist sehr beschränkt auf die kleinen, engen Täler. Dort wird im Wesentlichen Mais und Zuckerrohr angebaut. Im Norden der Insel Santiago liegt der kleine Fischerort Tarrafal mit dem schönsten Strand der ganzen Insel.
Die Inselhauptstadt São Felipe hat einen kleinen Flughafen. Der Höhepunkt für den Besuch dieser Insel ist natürlich die Besichtigung des Vulkankraters. In ca. 2500 bis 2800 Meter Höhe. Der Aufstieg zu Fuß startet in 1615 Meter Höhe und der weitere Weg kann mit einem Führer abgestimmt werden. Zum Badeurlaub ist die Insel nicht gut geeignet. Entweder hat man eine Steilküste mit Brandung oder starke Strömungen. Besonders aufgefallen ist mir auf dieser Insel die Freundlichkeit der Bewohner. Pensa na sua.